Hallo, ich bin der Armin Harich. Ich bin von Skywalk in der Flysurf-Abteilung zuständig für die Entwicklung der Softkites. Und hier in meinem Urlaub im Wilderness Südafrika, da zeige ich euch mal den Chili M. Alex Höllwart hat mir den Schirm mal mitgegeben. Und ich wollte euch hier mal die Leine zum Beispiel mal zeigen. Also der Tragegurt ist nicht ganz original, aber die Leine natürlich. Und hier seht ihr, wie extrem wenig Leinwiderstand nur noch beim Chili vorhanden ist. Der hat also kaum noch Leinen. Wir haben nur noch hier vorne zwei A-Leinen. Dann haben wir hier zwei B-Leinen plus noch den Stabilo. Und dann haben wir noch mal zwei C-Leinen. Und dann haben wir hier noch die Bremsleine einzeln. Und wenn wir hier mal drüber schauen, sehen wir auch, wie der Schirm vergabelt ist. Der hat also sehr wenig Aufhängepunkte. Gehen wir mal vor in die Kappe, da sehen wir noch ein bisschen mehr. Also hier vorne am Wingtip zum Beispiel, die Stabilo-Leine, da sehen wir, dass der Stabilo hier aufgehängt ist. Und hier vorne zum Beispiel haben wir noch A- und B-Ebene, da ist nämlich gar keine C-Ebene mehr drin. Da sind sozusagen zwei Liner, zwei Ebenenschirm am Wingtip hier. Und an der Hinterkante haben wir hier ein RAF-System. Dieses RAF-System gibt es auch bei anderen Schirmen schon. Hier ist es sehr ausgeprägt. Wenn ich halt hier anbremse, raff ich den ganzen Schirm zusammen. Und wenn ich im Prinzip hier normalerweise ziehen würde, würde hier mit den wenig Aufhängepunkten eine Mulde entstehen. Und durch dieses RAF-System zieht es auch zwischen den Aufhängepunkten das Ganze wieder glatt. Und das führt dazu, dass dieser Schirm ein sehr schönes, leichtgängiges, weiches Handling hat und sehr gut um die Kurven karft. Und das macht viel Spaß. Ich zeige euch mal an der Vorderkante noch, der Schirm steht extrem glatt im vorderen Bereich und das sind verschiedene Sachen dafür zuständig. Einerseits haben wir hier diese Rigid Foils, Fishing Line wird es teilweise genannt, hier drin. Die sind inzwischen aus einem extrem weichen Material. Früher hat man hier alles mit Müllar zugemacht, der Schirm war schwer und wenn man ihn mal zusammengekrumpelt hat, dann war der auch total deformiert. Und inzwischen mit diesen C-Wires, sobald ich die deformiere und einmal hinlege, ist der Schirm eh wieder komplett gerade und den kann ich also wirklich hier um engsten Radius rumpressen und wenn ich loslasse, springt die einfach wieder zurück in Originalform. Der Schirm auf dem Obersegel hat ein doppeltes 3D-Ballooning drin, 3D oder Balloon, dieses 3D-Ballooning, man sieht es hier vorne, dass normalerweise der Schirm halt hier zwischendrin hochwulstet und dadurch brauche ich hier eine etwas längere Wegstrecke und die wird erreicht, indem hier diese Naht eben ein bisschen Tuch hinzugibt auf beiden Seiten und jetzt sieht man eine leichte Falte, aber nachher im Flug steht der Schirm glatt wie geleckt an der Vorderkante, an der aerodynamisch sehr wichtigen Stelle im vorderen Obersegelbereich. So, der Schirm in der Woche, wo ich jetzt fliegen konnte, habe ich wirklich festgestellt, dass er extrem gut steigt und auch sehr, sehr, sehr gut gleitet. Und die Saison werde ich jetzt nämlich auch mit dem Chili fliegen. Und ich zeige euch die Jetflap mal hier hinten. Einer der Gründe, warum die Skywalk-Schirme oft außergewöhnlich gut steigen, ist hier unten diese Öffnung. Und das ist wie ein Spaltflügelsystem von dem großen Flieger. Und Richtung Obersegel kann dann die Luft wieder austreten. Und hier hinten, wenn ich anbremse und hinten runterziehe, wird normalerweise reißt hier irgendwann die Strömung ab, wird turbulent. Und durch diesen dünnen Schlitz kann nochmal Luft austreten, die zusätzlich Auftrieb sorgt. Und da gibt es auch einige Untersuchungen zu. Und ihr seht es aber auch auf den Bildern, wenn ich dort anbremse an den Jetflaps, zieht es den Schirm hoch und erzeugt zusätzlich Auftrieb. Und das hilft natürlich zusätzlich für beste Steigen und dass der Strömungsabriss relativ lang rausgezögert wird. Also der Schirm ist auch zum Toplanden sehr einfach, deutlich einfacher wie im Cayenne, weil der Strömungsabriss nicht so hart kommt und nicht so schnell kommt. Aber am besten gehe ich einfach mal fliegen mit dem Schirm und dann schauen wir es uns mal aus der Luft an. Ja, eigentlich wie ihr seht, startet er recht leicht. Natürlich, an so einer Hangkante sollte man noch leicht anbremsen, damit die Kiste nicht oben drüber fliegt. So, jetzt lassen wir die Kiste einfach mal laufen und schauen uns mal das Gleiten an. Also sehen wir schon den Gegenverkehr. Kann ich mich jetzt nur mal drehen, dann seht ihr da hinten die anderen Schirme unter mir. Das ist Klaus. Ja, was soll ich sagen, die Kiste gleitet einfach wie die Sau. So, der Klaus hinter mir sieht man immer noch. Aber ich lasse die Kiste einfach nur laufen auf Trimspeed. Habe auch schon mal ein bisschen geguckt, ob da ein bisschen noch hinten ziehen an den Gurten irgendwas bringt. Aber das bringt erstaunlicherweise nichts mehr fürs Steigen. Die Kiste steigt und fliegt und gleitet einfach so, wie sie ist. Volle Arbeit, Alex. So,
Eine wundervolle Kulisse. Ist das nicht schön? Ihr seht auch noch, ich kann eigentlich hinfliegen, wo ich will. Die Kiste gleitet einfach. Da unten übrigens, da wohnen wir. Tuscany, kann ich auch nur empfehlen. Winken sie auch noch. Ja. Machen wir mal ein paar Wing Over. Das auch mal gesehen habe. Ja, geht ganz willig um die Kurve, die Kiste. Ich bin ja hier untergewichtig an dem Chili 3M. Wenn ihr Ordnung legen wollt, nehmt einfach die äußerste A-Leine. Da wir nur zwei Leinen haben, brauchen wir natürlich gar nicht viel zu tun. Einfach nehmen und langsam diesen A-Gurt drehen. Und dann kommen irgendwann die Ohren herein. So. Und wenn ihr jetzt noch mehr braucht, dann könnt ihr ein bisschen Beschleuniger treten und einfach ein bisschen. So. Das hier ist Henning. Der probiert jetzt mal dieses Teil auch nochmal aus. Henning hat 70 Kilogramm, also ist eigentlich genau mittendrin. Für 130, ja. Nee, ja. Also er hat 40 Kilo an extra Gewicht dabei. Irgendwo habe ich die, aber ich glaube, die liegen im Auto. Alles klar. Viel Spaß. Ja, zieh mal. Alter, es geht halt hoch. Aber da kannst du schon in der Ebene fliegen, Henning. Ja, da kannst du mir einen typischen Startlauf hinlegen, ja, gar nicht bewegen. Ne? Ja, bloß nichts machen. Bewegen wird überbewertet. Man muss ja schon mal für die Zeit üben, wo einem die Knochen wehtun. Es geht eh hoch, ist eh egal, was du machst. Ja? Ja. Musst du da vorne, wo es steil wird, hin. Okay. Ja, ja, die Beine anziehen, ja, nicht laufen. Und wie war's, Henning? Bist du? Ja, klar. Nein, ich mache ein dauerhaftes Foto. Genau, ein Standbild, ne? Genau. Ja, aber perfekt. Macht echt Spaß. Ist, ne? Schön ist ja, dass man mal andere Schirme von oben sieht. Nur, dass die Möwen unter einem durchfliegen. Und am schönsten ist eigentlich das Eindrehen. So. Wenn du merkst, dass du in der Kurve schön den Lift bekommst, schönes Aufschneiden. Was ist das? Ja, jetzt fällt mir eigentlich auch gar nicht mehr viel ein, was ich noch erzählen soll. Da fliege ich mir einfach noch ein bisschen, gell? Than now, when
favorite songs and we could have a winter time alone. You can watch TV, I listen to CDs, and we could stay the winter time at home. You can read me books, I learn how to cook, and everything'll work out just fine in the winter time. Snow keeps falling down. I love having you around. But when the sun breaks through, I'd still need you to stay always. Better health with me, but she won't say anything. Now you got to listen. The past won't be lost if you're not here. Let me tell about. This wall won't break soon. Wall of bricks around me. I don't know how to lose. I got all the time to be waiting that you alone will be mine. I got all the time, 'cause I know my heart will be fine. Hello. Nice landing. Why did you say yes? I was launching there. Oh. And I have to land here. Yes. Thank you. But if it does, it will find you. And I will